Hier ist der Jens und es gibt wieder einen Bold Action Spielbericht. Und zwar werde ich spielen gegen den Felix. Hallo Hallo. Felix. Ja, wir sind in der Normandie, Kanadier gegen Deutsche, mit einer Mission aus dem Stalingrad-Buch. Hört sich komisch an, ist aber so. Ja, genau, weil auch in der Normandie gibt es Brücken, die erobert werden müssen oder über die zurückflutenden deutschen Verteidiger entkommen müssen oder über die Alliierten wollen, je nachdem, was wir hier gleich auswürfeln, wer es denn sein wird, Attacker oder Defender. Aber sprechen wir einmal kurz über den Tisch. Wir haben ein paar Fleckchen Wald, haben hier eine kleine Obstplantage. Das ist alles Softcover. Wir haben ein paar Steinmauern, eine Ruine und ein paar Gebäude. Die Gebäude geben extra Protection zur harten Deckung, die Steinmauern geben nur harte Deckung. Die Kante der Brücke gibt auch harte Deckung Jo. und der Fluss ist unpassierbar und das Kornfeld gibt auch Softcover. Ja, das war's eigentlich schon. Ist gar nicht so viel Gelände diesmal. Mission ist Last Bridge over the Don. Und irgendeiner wird von hier kommend versuchen, die Brücke zu überqueren und der andere wird versuchen, das zu verhindern. Und jetzt wollen wir rausfinden, wer welchen Job hat. Da sind die Kanadier mit der 5 und ich habe eine 1. Das heißt, du darfst es dir aussuchen. Ich glaube, du flutest zurück. Ich flute zurück. Das ist historisch auf alle Fälle korrekt. Die Deutschen ziehen sich zurück. Macht Sinn. Ja, dann kommen wir als nächstes zur Armeevorstellung. Ja, hier ist die kanadische Liste. Erzähl mal, Felix, was hast Ich habe einen großen First Lieutenant in Regulär. Das ist Andrew MacDrabber. Jawohl. Dann habe ich eine Piat, einen Flammenwerfer, einen Sniper, den kostenlosen. Ein MMG, das ist alles regulär. Hat der kostenlosen Begleiter? Ja. Ah, sehr gut. Dann haben wir einen, habe ich den Namen vergessen? Churchill. Churchill heißt der, Genau. genau. Der ist auch regulär mit der 6-Fünder. Ein Brand Carrier Platoon Section, ne? Section, also für 10 Mann. Ein LMG obendrauf, das andere hat kein LMG obendrauf. Da drinnen sitzen 10 Veteranen, das sind Gurkhas. Okay. Die werden angeführt von Hamish. Da Okay. sind zwei Maschinenpistolen und ein LMG drinnen. Dann haben wir zwei reguläre. Genau. In Schwarz mit Jonathan Peterson und in Blau Adam O'Brien. Okay. Die haben auch jeweils eine Maschinenpistole und ein leichtes Maschinengewehr. Dann haben wir in Grün, das sind Fallschirmjäger, Hamish McGarvin. Was Hast sind du in das? Grau schon gesagt? Grün. Ja. Oh, Maxwell, oh Gott. Genau, grün. Entschuldigung, wer lesen kann, Maxwell. ist klar im Vorteil. Das sind auch Gurkhas, Gurkha-Fallschirmjäger. Okay. Die haben alle MP bis auf ein einziges Gewehr und ein leichtes Ja. Maschinengewehr. Das sind dann 1250 Punkte ganz grob und 1230. 1230. Ja. Hast 20 Punkte verschenkt. Ja. Sehr gut. Mhm. Wie viele Würfel hast du? 2, 12. 6, 12. Okay, super. Bin ich sehr gespannt. Du musst sie noch aufteilen in Drittel, ne? Erste Drittel kommt in Runde 1, Da sondern. gucke ich mal, wie ich das Genau, mache. mach das mal in Ruhe. Yo, hier ist meine Liste für das heutige Spiel. Angeführt wird das Ganze von einem First Lieutenant mit dem gelben Ring. Das ist Ralf, Lucky Ralf mit einem Begleiter. Oho, mal wieder. Mal wieder, genau. Der hat mir schon lange nicht mehr. Genau, weil ich habe ja lange aus dem, sag schnell, aus den Missionen heraus, hat ja Fritz immer überlebt und deshalb war Fritz halt der Zugführer. Aber jetzt haben wir ja ein neues Setting, da kann Ralf mal wieder das Kommando übernehmen. Dann habe ich zwei reguläre 10-Mann-Trupps, jeweils mit Panzerfaust, Maschinenpistole und leichtem Maschinengewehr. Und da haben wir in Rot Kurt Nonnenmacher und mit Grün ist das Michael Glaser. Dann habe ich zwei reguläre Trucks, jeweils mit Maschinengewehr. Dann habe ich zwei Veteranentrupps mit Maschinenpistole, Panzerfaust und leichtem Maschinengewehr. Die beiden Veteranentrupps haben jeweils zwei Panzerfäuste.
Und einen davon befehligt der Jens Kiesewetter mit dem schwarzen Ring. Und in Blau ist das Fritz Wenning. Dann habe ich eine Pack 40. Dann habe ich einen regulären SDKFZ 251 und einen regulären Panzer 4 mit Schürzen. Das sind, wenn ich mich nicht alles täusche, sind das 1237 Punkte. Und ich glaube aber nur 10 Würfel. Na, zwei Einheiten werden da die Brücke sichern und der Rest wird, glaube ich, in dem Streifen aufgestellt und startet von dort das Spiel. Ja, und dann, was du in Wellen aufgestellt hast, werden die Leute dann im Laufe des Spiels erfahren. Ich glaube, das ist ausreichend. Und dann muss ich auch noch ein paar Sachen platzieren und dann können wir mit Runde 1 beginnen. Oh, Start von Runde 1. Vorher kurz erklärt, hier steht die Pack. Da oben ist Fritz Wenning. Und dann haben wir hier einen Panzer 4, zwei LKWs und eine Halbkette. Alles auf dem Weg Richtung Brücke. In Startposition. In Startposition. In Startposition. Ne? Handbremse gezogen, Vollgas und dann tschuppen. Ja, das geht bei dem Panzer 4 nicht. Ja, bei Panzer 4 vielleicht nicht, aber... Bei der Halbkette wird es auch schwierig. Aber die LKWs vielleicht. Die LKWs können das. Aber vielleicht haben die auch schon 200.000 oder 300.000 oder 400.000 bei schlechter Wartung auf dem Schirm sozusagen. Dann ist das auch nicht mehr so einfach. Was werde ich denn dann machen? Ich werde einfach mal einen Run machen mit einem Truck. Und zwar mit dem, wo der mit dem roten Ring drin sitzt. Mit Rot, das ist Kurt Nonnenmacher. Der wird also gegen die Bordwand klopfen und der Fahrer gibt Gas. Siehst du noch ein? Soll ich? Ja. Kannst du weitermachen? Ja, ich soll weitermachen. Na super. Kannst du den zweiten Truck fahren? Ja, besser ist wohl. Das ist dann Michael Glaser, der macht dasselbe. Dann darf ich was machen. Und dann darfst du was machen. Sehr schön. Dann platziere ich und dann kannst du auch platzieren. Ja. Ja, das sind beide Trucks. Das passt mit der Breite nicht so hundertprozentig. Die Brücke ist auch ein bisschen schmaler. So stehen die beiden da. Und tada! Der Churchill ist aufgetaucht. Auf was willst du schießen? Ich schieße mit dem Front-MG auf die Halbkette. Jawohl. Zum Pinnen. Und mit dem Geschütz versuchen wir mal beim Panzer 4 anzuklopfen. Hervorragende Geschichte. Gut, dann hast du für das Front-MG hast du bewegt. Pin? Ja, habe ich. Drei an der Zahl? Genau. Und für das andere hast du mindestens auch bewegt. Ja. Der brennt. Genau. Aber es ist dasselbe Ergebnis. Jo. Pinmarker verteile ich gleich. Du kannst schon mal den nächsten Würfel ziehen. Ich leg dir mal drei hin. Okay, leg mir drei hin. Dann darf ich weitermachen. Du darfst weitermachen, sehr schön. Das könnte was werden. Ja, die schießen ja eh nicht. Die schießen eh nicht, aber... Ja, in Advance und dann... Die bewegen sich in die richtige Richtung. Genau. Weiter geht. Du hast ja nicht mehr viel, ne? Genau, du hast nicht mehr viel. Du hast noch ein bisschen Infanterie und einen Scharfschützen, wenn ich jetzt richtig gedeutet habe. Und ich habe tatsächlich noch ein paar Sachen, die was machen können. Aber ich habe auch ein paar Sachen, die down gehen müssen, insofern. Ja. Ja, mal gucken, was du gleich zauberst. Jo, da sind die Fallschirmjäger. Und da ist die Halbkette. Und das ist bewegt und lang. Wenn du wieder sechs würfelst, ist es egal. Da ist er. Genau. Zwei für den Zugführer, zwei für die Halbkette und zwei für die Gruppe. Dann bin ich dran, Sechter. Dann werde ich mal gucken, dass ich... Hm.
werde mal hier ein Advance riskieren für die Halbkette beauftragen, denke ich. Und das ist eine 9 und mit dem First Lieutenant drin reicht das. Eine für die Halbkette weg und dann kann ich die Halbkette erstmal in Ruhe bewegen. Jo, da ist die Halbkette. Im letzten Moment noch eine Drehung nach rechts gemacht, damit ich hier auf die falschen Mega vielleicht einen Pin packen kann. Das sind aber 7 Würfel. Und ich habe bewegt Pinmarker und die falschen Mega sind ein Softcover. Ich brauche also 6. Da ist eine. Dann kriegen wir einen ausgeknipst. Jawohl. Und kann ich den aussuchen? Nein. Ja, aber dann kriegst du einen Pin. Verlierst einen Mann. Ein highly trained, motivated Typ aus dem Himalaya, ja. Irgendwo da auf der Ecke. Nächster Würfel für dich. Ne? Sag mal, wenn du vom Himalaya runterspringst, das ist ja fast wie aus dem Flugzeug, ne? Nur aus 8000 Meter. Die brauchen gar kein Flugzeug. Ja, genau. Die gehen erst vom Berg runter. Ja. Das ist dein Scharfschütze oder du gehst down? Das ist mein letzter. Ja, oder du gehst mit Sachen down. Och, nö. Gut. Dann bin ich gespannt, wo dein Scharfschütze auftaucht. Ah, in der Lücke. Dann hast du bewegt und Long Range für den Pinmarker. Wir versuchen es mal. Sehr gut. Nee. Gut, dann kannst du nur noch down gehen. Genau. Dann ist der Rest meins. Dann kann ich ja in Ruhe gucken, was ich mache. Jo, in aller Ruhe. Jo, mit den Würfeln mache ich Folgendes. Den Panzer 4 habe ich bewegt. Der schießt auch gleich noch. Die Pack und die Infanterie da drüben geht alles mehr oder weniger down. Dann habe ich hier noch den Zugführer. Der Zugführer wird mit einem. Der Zugführer wird aussteigen mit einem Advance. Und die Infanteriegruppe soll das auch. Ich fange mit der Infanteriegruppe an. Na, die verlieren beide Pinmarker und steigen aus. Und dann machen wir das nochmal mit dem Zugführer. Nicht ganz, nicht ganz so gut, aber da verliert auch einen Pinmarker. Und dann kann ich die beiden aussteigen lassen. Dann kann ich mit dem Panzer 4 das Kampfgeschütz da auf die Fallschirmjäger. Das ist bewegt Soft Cover, ist die 5. Das ist eine 2. Und hier habe ich bewegt und Soft Cover sind 5 auf deinen Vickers. Da habe ich 2. Und nichts außer der Pin für dich. Gut, dann steigen die Jungs aus und mal gucken, was ich da noch alles so beschießen kann. Jo, hier ist die Gruppe von Jens Giesewetter. Wir werden da auf die Fallschirmjäger schießen und dann haben wir 7 Gewehrschützen, die auf die 6 treffen. Da haben wir 1. Und dann haben wir 5 mal mit dem MG auf die 5. Nix. Aber... wir töten keinen, aber du kriegst einen zweiten Pin. Den habe ich schon hier. Da können die Jungs mitleben, glaube ich. Das denke ich auch. Jo, dann sind wir durch mit Runde 1. Ja, wir starten Runde 2. Ja, und dann sind wir gleich wieder da, wenn der erste Würfel gezogen wird. Jo, erster Würfel. Ist deiner. Meiner. Dann... dann muss ich dich um 2 weitere Würfel bitten. Wenn ich den Test für Lucky Ralph geschafft habe. Sonst müssen die zwar gleich wieder zurück, aber versuch das einfach mal. Lucky Ralph wird einen Advance machen. Ein Advance? Ja, ein Advance für Lucky Ralph. Das klappt. Dann wird die Halbkette von da, wo sie ist, schießen.
Der Test klappt auch. Und die Gruppe von Jens Kiesewetter wird vorrücken, also wird einen Advance machen und wird mit irgendwas schießen. Auf irgendwas. Genau, auf irgendwas. Auf den Churchill, habe ich gehört. Zum Teil zumindest. Na? Advance, habe ich gesagt. Jo. Jo, die Halbkette wird schießen da auf die Fallschirmjäger. Wird das auf die Fallschirmjäger schießen? Ich werde auf den Sniper schießen. Small Team Soft Cover. Geht gut. Gut, brauche ich Doppelsechsen. Habe ich nicht. Siehst du? Ja. Dann habe ich von hier zwei Panzerfäuste mit bewegt. Long Range und Soft Cover für den Churchill. Ne. Zwei Panzerfäuste weg. Und dann habe ich immer noch sieben Gewehre, wo ich gleich nochmal gucken muss. Sieben Gewehre und fünf fürs Maschinengewehr. Das wird aber in die Fallschirmjäger gehen. Und da muss ich gucken. Bewegt habe ich mit fast allem, aber ich weiß nicht, wo ich in Long Range bin. Also da auch dann nur fünf Gewehre. Zwei Panzerfäuste habe ich ja geschossen. Jo, die Jungs wollten auf die Fallschirmjäger schießen. Und dafür geht der Felix auch down. Und dann wird dieser ganze Wust die Doppelsechs. Das war, glaube ich, eine gute Entscheidung gewesen. War, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung, Felix. Ja. Ja. Rechtzeitig geduckt. So sieht's aus. Und ich bin dran. Und du bist dran. Was willst du machen? Schöne Grüße aus der Heimat. Wenn du überlegst, werde ich erstmal zwei Gewehrschützen. Mach das. Dahin austauschen. Such dir mal was. Yo, Adam O'Brien ist aufgetaucht. Genau. Wie ich hier sehe. Und wird Jens Kiesewetter. Der schießt jetzt Jens Kiesewetter in die Seite. Ja. In die Flanke. Double Shock oder was? Sieht's aus. Ich habe die Maschinenpistole Point Blank. Ja, das hast du hingekriegt. Gibt sich auf mit Softcover. Softcover. Trifft nicht einmal. Und der Rest ist auf die 5. Ja. Und da hast du aber welche. 5 Treffer. Mein Pin ist mir sozusagen sicher. Das war ein Veteran. Das sind Veteranen. Dann ist einer tot. Jo. Aber ich kann es nicht aussuchen. Oh, dann nehmen wir den Endpoint Blank weg. Schade. Warum? Sonst hätte ich nächste Runde nochmal einen Point Blank schießen können. Ja, aber das ist ja der Erste, der die Kugel kriegt. Ja. So bin ich jetzt ja auch nicht mehr in Point Blank. Nee. Ja. Ich darf weitermachen. Du darfst weitermachen, genau. Schon eine Idee? Ja. Gut. Das sieht nach Piat. Piat, Piat aus. Bewegt. Eventuell Long Range. Bin ich überhaupt drin? Ja. Bin drin und es ist Long Range. Genau. Dann mach mal. Ja. Nee. Nächster Würfel. Mehr. Jetzt geht's am laufenden Band hier. Ja. Dann wird jetzt der Churchill was tun. Mhm. Na, mach mal in Ruhe deine Bewegung. Zwar macht er ein Advance. Mhm. Vor die angeschlagene Fallschirmjäger-Einheit. Mhm. Da muss ich mich drehen, ne? Für das Front-MG, ja. Mhm. Ich kann leider, glaube ich, nicht an deiner Halbkette vorbeischießen, oder? Auf den Panzer? Mhm. Doch, kannst du. Ja. Mhm. Wird aber Deckung bekommen. Bewegt und Deckung.
So würde ich auch Deckung bekommen, ne? Ja. Wenn du mit deinem Panzer schießt. Ja. Ich könnte wahrscheinlich nicht auf dich schießen. Weil es ja meine Halbkette ist. Das ist deine Halbkette. Ist. Das wäre ja jetzt doof, wenn ich sie zerstöre, ne? Ja. Ja, das wäre so ein, wie sagt man so schön, ein Treppenwitz der Geschichte. Ja, überleg mal in Ruhe, was du machen willst. Wie mache ich das denn jetzt am dümmsten? Jo, der Churchill. Vorgerumpelt. Und auf die Jungs von Kiesewetter will er schießen. Genau, mit dem Hüllen-MG. Richtig. Bisschen point blank, aber ich krieg Softcover. Und mit bewegt ist es ab der 4. Das ist jede Menge. Jo. Bleibst du hier. Und dann... Also hier oben stirbt keiner. Die gute alte Schwerkraft. Stirbt immer noch keiner. Aber es ist ein Pin. Ja, den habe ich mir schon hingelegt. Und dann hast du bewegt auf die Halbkette. Nee. Guti, nächster Würfel. Ein bisschen Not gegen Elend, ne? Was den Beschuss anbelangt. Macht's nicht besser, ne? Nee. Nochmal? Ja, du hast ja noch zwei Sachen. Drei. Ja, ich sehe noch einen Zugführer, glaube ich, und einen Flammenwerfer. Mhm. Und dann hast du noch deinen Vickers. Ja. Der Flammenwerfer kann ja im Moment eigentlich nichts machen, ne? Ja, aber es ist zweite Welle, ne? Ja, ja. Was machen wir denn bloß mit dem? Ja, zur Piat stellen. Flammenwerfer gegen Panzer sollen auch gut sein, habe ich gehört. Ja. Dann müsste ich den aber irgendwie hier am Wald postieren, ne? Irgendwie so. Du kannst ja auch einen Run machen. Nein, diese Runde keinen Run. Das ist eine blöde Idee gewesen. Ne, ich bin ja noch dran. Mit dem Panzer. Nee, wenn, dann müsste ich den irgendwo hier hinstellen, dass du den nicht siehst. Genau. Ja. Oder aber ich versuche deine Infanterie damit zu rösten. Also, ich habe den innerhalb von... Anfang des nächsten Zuges. Genau. Ja, eine Menge an Möglichkeiten. Komm, wir stellen ihn rüber. Gut. Der geht mit zur Infanterie. Da gehört er hin. Ja, und da ist der Flammenwerfer mit einem Run in Position gebracht für die nächste Runde. Ja, ich sehe noch einen Zugführer und einen Vickers. Der Zugführer Chef, für Snap 2. Der Chef läuft hinterher. Auch mit einem Run? Ja. Guti. Dann kann ich noch einen Würfel ziehen. Was ziehe ich denn für einen? Ich ziehe einen für mich. Und dann werde ich wohl... Ich glaube, mit der Pack kann ich immer noch nicht schießen. Doch, auf deine eigenen Leute. Auf meine eigenen Leute? Ja, aber für Fuba wird das da hinten ja auch nichts. Musst du aber nicht testen. Ja, genau. Deshalb wird das mit Fuba nichts. Dann werde ich, glaube ich, den Panzer 4 als erstes benutzen. Wird ja immer besser. Panzer 4 habe ich bewegt und ich kann genau da vorne den Churchill sehen. Dann brauche ich eine 4 zum Treffen. Der brennt. Das ist eine 3, das reicht leider nicht. Der Schießhalt war nicht akkurat. Nein. Du solltest ziehen, dann ziehst du auch welche für dich. Ja. Siehst du? Ja. In Ermangelung besserer Aufgaben geht die Pack down. Das ist dein letzter. Ah, für den Tisch wäre es der letzte. Ich könnte auch noch down gehen. Ja, du kannst draußen noch jede Menge down gehen. Das stimmt. Dann werde ich einen Truck nehmen und werde mit dem Truck einen Advance machen. Und dann mal gucken, wo der mich genau hinführt. Und da ist der Truck. Und die Sichtlinie gibt es nicht her, dass ich die Briten sehe. Und die Infanterie geht down. Welche? Die in den Truck. Nein, die steigt aus. Okay. Na, da werden die Jungs von Michael Glaser aussteigen. Weil sonst hätte ich auch einen Run machen können. Mit dem Truck.
wenn ich hätte darum gehen wollen. Du hast ja darauf spekuliert, zu schießen. Ja, aber jetzt wird die Infanterie schießen können, wenn die ausgestiegen ist. Das sollte reichen. Jo, die Jungs von Michael Glaser sind ausgestiegen. Das MG eröffnet das Feuer nach da und wir haben Long Range bewegt und ja, bis ins Soft Cover. Da ist der Treffer und der Pin und einer tot. Und ich kann ihn nicht aussuchen. Na, den geht der Hinterste. Den geht der Hinterste, sehr gut. Bye bye, volle Stärke. Bye bye, volle Stärke. Kannst immer noch down gehen. Einmal draußen noch, ne? Ja. Gut, dann soll ich was machen. Dann, dann wird die... Hast du zu wenig Würfel reingelegt? Warum? 2 gegen 2. Ja. Ich habe nur noch 3. Was? 1, 2, 3. Haben. Ja, einen habe ich in der Hand. Ach ja. Sorry. Passiert. Ich glaube, der Truck wird fahren. Und zwar wird der einen Advance machen. Das ist die grobe Idee. Hat der letzte auch schon gemacht. Ja, aber der wird auf der Straße bleiben. Jo, dem Kameraden Kurt Nonnenmacher ist aufgefallen, dass sie wohl ein bisschen sozusagen die restliche Truppe haben hinter sich liegen lassen. Und ja, der Truck gewendet und jetzt mit dem MG auf das Vickers. Das ist Long Range bewegt und also du kriegst Soft Cover. Es sind 6. Habe ich. Ist einer tot. Und ich könnte das aussuchen. Das heißt, du bist genötigt, den Test zu machen. Ja, laut unserer Hausregel. Aber den stehst du souverän. Dann geht nur einer. Dann geht nur einer. Dann bist du jetzt auch ein Small Team. So ja. Wollte ich das haben. Genau, habe ich gern für dich gemacht, mein lieber Felix. Manche Sachen kommen hier wie bestellt. Dann darf die Gruppe was machen. Ja, die Gruppe da oben im Haus. Du bist ja einfach nicht dicht genug dran. Dass die Gruppe da oben im Haus wird down gehen. Ja, die machen. Könnte ich auch. Soll ich würfeln? Nein. Das letzte draußen geht down, oder was? Ich mach mal das Vickers. Mach mal das Vickers. Das schießt zurück. Das schießt zurück. Sehr cool. Nee. Dann geht's down. Und dann kannst du nur noch down gehen und ich einen Trupp rausholen. Genau. Dann wird der Trupp aussteigen und wird auf dieser Seite, also hier auf dieser Seite des Flusses, eine neue Verteidigungsstellung sozusagen aufbauen und mal gucken, ob ich den Jungs noch ein bisschen helfen kann. Und die Sichtlinie von dem ich schon... Für die Pack? Nein, so werde ich das nicht tun. Meine ja, 6 soll... Dann zeig ich das mal hier, wie du das machen willst. Ja, das kriege ich schon hin. Jo, die Jungs von Kurt Nonnenmacher ausgestiegen und werden hier auch auf die Gruppe von Adam O'Brien schießen. Das ist Long Range bewegt und Soft Cover. Auch also 6 für das LMG. Habe ich. Und keiner weg. Jo, das war schon mit Runde 2. Genau. Ja. Im Moment ist die Brücke noch intakt. Ich habe mich auch noch nicht darum gekümmert, dass sie in die Luft fliegt. Und ich habe 2, 4, 6, 8 Punkte. Ich nicht. Genau, du hast noch keine 8. Ja. Aber wir sind ja auch erst in Runde 3. Jo, zeig mal den ersten Würfel, Felix. Yes! Ich kann das nochmal versuchen. Irgendwas. Was will ich denn versuchen? Ich muss garstige Sachen versuchen, mein lieber Felix. Ich muss Snap to Action machen. Wer hätte das gedacht? Genau, wer hätte sowas gedacht? Gut, dann... Ich muss auf alle Fälle den Flammenwerfer angreifen. Bevor der mir was tut. Das heißt, für meinen Zugführer wird es einen Advance geben. Für
den Jens Kiesewetter einen Run, wenn er seinen Test schafft. Und dann wird es für, oh, bin ich mit der Panzer 4 innerhalb von 6? Wir gucken mal. Doch, das müsste hinhauen. Wenn ich das bin, dann wird es für den Panzer 4 eine Fire Order geben. Wenn ich das nicht bin, wird es die Halbkette. Nee, ich bin raus. Du bist raus. Dann wird es die Halbkette werden. Wenn ich da innerhalb von 6 bin, das messen wir auch gleich. Da warst du doch gerade eben auch. Aber dann hat sie sich bewegt, ne? Ne, er hatte sich bewegt, ne? Ja, das reicht. Ist aber trotzdem. Super, dann mache ich den Test für den Kiesewetter. Das ist eine entspannte Kiste. Ja, wir kämpfen mit dem Flammenwerfer gleichzeitig. Ja, und dann... Ich bin... Regulär. Nee, innerhalb von 6. Wahrscheinlich, wa? Ja, du bist innerhalb von 6. Kein Abwehrfeuer. Schade. Genau. Ja, deshalb wollte ich das unbedingt erledigt haben. Bevor andere Sachen passieren. Ja. Ja, da machen wir die Bewegung und dann wird gekämpft. Jo, hier, das Getümmel in der Obstplantage. Das hast du gut ausgedrückt. Was? Das hast du gut ausgedrückt. Ja, da sind ja noch so viele andere Tommys, ne, mit so komischen Suppentellern als Helm. Ne, aber wir werden erstmal uns um die kümmern. Ich habe 8 Gewehrschützen, also 8-mal die Chance, auf die 4 jemanden platt zu machen. Sieht aus, als hätte ich das geschafft. Ich darf aber zurückschlagen. Ja, wir kämpfen ja gleichzeitig. Ich schaff's aber nicht. Genau. Ne, dann darf ich mich noch neu positionieren, und zwar 6 Zoll. Das jede Menge. Da komme ich ja fast weiter weg, als ich vorher dran war. wo gehe ich denn damit jetzt hin? Meine Herren. Fragen über Fragen. Ja, Fragen über Fragen. Ich glaube, ich muss mich direkt in den Weg vom Churchill stellen. Ich glaube, das wird der Plan sein. Ja, hier ist die neu positionierte Gruppe. Da ist der Zugführer und mit der Halbkette wird wieder auf die Fallschirmjäger geschossen. Softcover. Einer tot. Und ich kann nicht aussuchen. Ja. Guti. Nächste Würfel. Meiner. Genau. Ich kriege mal den ersten, mache irgendwelchen Scheiß und dann kriegst du einen ganzen Schwung. War bis jetzt in Runde 1 so, habe ich den ersten und den zweiten gehabt und dann hattest du praktisch alle. Ja, und hier habe ich mir aber die Idee mit Snaptube, den ersten, und dann hast du viel zu tun. Weißt schon, mit was du anfangen willst. Na, jetzt hast du mir ja meine Sorge genommen. Dann habe ich ja nur noch eine Sorge. Okay. Nur wie räume ich da jetzt auf? Mit einer Snap-2-Action. Du bist ja nur ein bisschen großer, auch kleiner Lieutenant. Großer? Na, dann kannst du auch 2 Würfel nehmen. Mhm. Dann lasse ich dich mal in deinem Saft schmoren und es dir überlegen. Der ist aber auch... Nee, der ist dichter als 6 Zoll, oder? Mhm, das müsste sein für den Churchill. Jo, mhm. Der Zugführer... Der schreibt Befehle. Genau, der schreibt Befehle. Einmal soll der Panzer was machen und die Gruppe von Adam O'Brien. Genau. Er selber wird schießen, mhm. Der Churchill wird sich bewegen und schießen, mhm. Und die Gruppe soll sich bewegen und dann auf die Gruppe von Jens Kiesewetter. Jens Kiesewetter schießen. Sehr schön. Zeig mal, was du... Da probieren wir mal. Jo. 7, 8, 9. Hätten sie auch ohne Gruppenführer geschafft. Jupp. Yep. Und weiter als 18 für Tiger 4 bist du auch weg. Wir postieren uns mal so, dass wir aus der Schusslinie von dem leichten Maschinengewehr von da sind. Mhm. Ah, das wird jetzt trotzdem gleich hinkriegen nach einer Bewegung. Aber, eine Bewegung, ja. Ja. Aber das ist schon ein zusätzlicher Malus für mich wieder. Genau, darauf kommt es an. Darauf kommt es mir an. Ja, genau. Gut, und ich glaube, dann muss dein Offizier testen. Wir werden das gleich mal alles rausfinden. Der Offizier muss testen? Mhm. Wofür? Tiger 4, wenn er innerhalb von 18 ist. Ganz böse
Der ist außerhalb von 18. Gut. Und der Churchill soll auf den Panzer 4 dann auch schießen nachher, ne? Ja. Okay. Gut. So werden wir das machen. Hm? Dann hast du da vier Schuss. Nee, erst, womit was willst du zuerst schießen? Weiß ich noch nicht. Achso, das weißt du noch gar nicht. Ich schieße erst mit dem Chef. Gut. Auf die Gruppe. Dann hast du vier, die auf die. Zwei treffen. Nee, hebt sich ja auf. Point Blank und Softcover. Die drei. Drei, stimmt. Hm? Drei Treffer. Kein Toter. Genau, aber mein Pinmarker. Den haben wir hier schon mal wieder. Dann haben wir ein Schiff, ein Bren. Bist mit allen in Point Blank? 2, 3, 4, 5, 6, 6 Gewehre. Sind 8 Schuss über Rapid Fire. 8. Genau. Und du hast für alles bewegt, aber für alles Point Blank, das gleicht sich aus. Und dann haben wir noch Pinmarker und Softcover. Alles auf die 5, bis auf die 2, die sind auf die 4. Genau. Die sind auf die 4. Mhm. Das ist gut. Komm aber mitnehmen, ne? Und das ist auf die 5. 5 Treffer hast du gemacht? Ha! 4 Leute weggeschossen. Das war jetzt garstig. Ja. Nichts aussuchen. Nichts aussuchen. Aber 4 weggeschossen. Da brauche ich ja trotzdem nicht testen. Nehmen wir 1, 2, 3, 4. Gut. Dann haben wir jetzt noch 5 vom Panzer. Mhm. Gewicht und leichte Deckung. Mhm. 2 Treffer. Ja, Nummer 2. Noch einer. Okay. Immer noch kein Test. Und dann haben wir noch das Kampfgeschütz. Auf bewegt. Ja. Nee. Genau. Das war einer für den, einer für den und einer für den. Dann habe ich jetzt 4 Pinmarker mit dem. Genau. Ja, sehr gut. Und ich darf weitermachen. Du darfst weitermachen. Dann werden die Jungs jetzt advancen. Jawohl. Er ist wieder bewegt und Long Range. Jo. Ich überhaupt drinnen bin. Ja, ja. Jo. Ha! Treffer. Jo. Von hinten nützen ja deine Schütze noch nichts, ne? Ich glaube, die nützen nichts. Würfel erstmal. 4 und 5 wären 4 und 5 9. Ist Durchschlag. Ne, plus 2. 8. Was? Auf deiner 8 im Heck? Heck sind 2. Dann hast du sogar eine 7. Ja. Reicht nicht für 2 Würfel, ist nur ein Würfel. Ist nur einer, aber ist ein Durchschlag. Und mit der 6 ist sie kaputt. Jo, und kaputt ist der Panzer 4. Warte, kommt gleich, dann kannst du den grauen Würfel rausnehmen. Jo. Ein, jo. Den legen wir dahin. Und du darfst weitermachen. Jo, sehr gut. Dann. Irgendwo hatte ich Worte gesehen. Da. Dann werden wir doch mal. Ich muss die Pia öfter spielen. Werde ich mal hier als erstes den Truck nehmen. Und wird mit dem Truck einen Advance machen. Jo, den Truck nach vorne gefahren. 90 Grad Drehung mehr oder weniger. Und dann werden wir die Jungs beschießen. Und das ist Long Range bewegt. Und du bist immer noch in Soft Cover. Jo. Sind 6. Nein, nichts davon. Nächster Würfel. Ich glaube, die wird auch nur nicht gespielt, weil die Reichweite halt nicht so wie der Bazooka oder ne. Ja. Panzerschreck ist. 12 Zoll ist auch nicht viel. Nee. 12 Zoll ist nicht viel. Ja. Und was machen wir jetzt? Du hast einen Sniper, du hast noch die Fallschirmjäger, du hast einen Vickers und du hast
noch 4 Würfel außerhalb des Tisches. Mhm. Also kannst du auch jede Menge Kram machen. Ja, so ist es nicht. Ich versuche mal mit dem Fallschirmjäger einen Advance. Mhm. Nein, genau. Die wollen nicht. Das fällt aus. Ja, du bist eh schneller. Kommst du ran? Nee, du bist schneller als ich. Keine Ärmchen, keine Plätzchen. Ja, ich muss auch zu weit um den Tisch rumlaufen. Weiter geht's. Oh Mann, dann machen wir das Vegas. Gut. Auf den Trupp. Jawohl. Die wollen? Jo. Und dann haben wir Long Range. Und Pin. Und Soft Cover. Und Soft Cover. Ja. Long Range Soft Cover Pin. Jo. Das ist nur mal. Ein Pin. Genau. Eindeutig. Dann darfst du was machen. Dann darf ich was machen. Dann werde ich die. Dann nehme ich einen Truck und werde mit dem Truck von da nach da schießen. Und dann kriegst du Long Range und Soft Cover. Ist das okay für dich? Meinst du, du kommst dann nebenan vorbei? Ich bin ja dann da oben, das ist mehr als ein Zoll, denke ich, in der Höhe. Wir messen das sonst gleich mal aus. Jo, alles im grünen Bereich. Und dann werden wir auf die Jungs schießen und das sind dann diesmal nur 5. Habe ich 2 Stück. Mit dem Pin kann ich dir gleich. Wo hast du die hingelegt? Welche? Na, die du da hattest auf der Seite. Die musste ich sehen. Ja. Ich kann dir also damit nicht aushelfen und ich töte auch keinen. Ach, dann steh ich mal einen dazu. Ja. Ja, und dann bist du dran. Du hast noch einen Scharfschützen. Mhm. Und dann geht's an deine Reserven. Die Reserven. Ja, also, den Scharfschützen, die ja keine Reserven sind, sondern als Wellen kommen. Was machen? Hm? Also ich könnte auf einen Trupp schießen ohne Sniper-Regel. Genau. Oder auf einen Offizier mit. Und der ist raus, ne? Der müsste gerade so raus aus 12 sein. Schießen wir auf Offiziere? Das sind ja keine Gentlemen. Das sind ja Kanadier, hast du gesagt. Aber die haben nur die Sonderregel, hey, zu SS. Und das ist doch gar kein SS. Nein, aber du weißt, wie das ist. Wenn der andere nicht guckt, dann kann man auch mal schnell einen Verwundeten erschießen oder so. Das hast du jetzt gesagt. Ja, das ist ein berühmtes Filmzitat. Na, du triffst auf alle Fälle. Ja. Und du tötest. So, und dann testen wir. Das sieht gut aus. Ja? Ja? Von wem war das? Das ist der französische Gehilfe beim Patriot. Der sagt, wenn Mel Gibson zwischendurch nicht guckt, dann kann man auch mal schnell einen Verwundeten erschießen. Ja, du hast recht. Ja, oder Leuten, die sich ergeben. Er wird kein Pardon gewährt. Ja, er ist ja kein Gehilfe. Er ist ja eigentlich, ist er ja. Eigentlich soll er da sein zum Ausbilden, ne? Ja, aber er ist eigentlich so eine Art Vorkommando, weil die Franzosen ja noch mit vielen Truppen eben tatsächlich den Amerikanern unter die Arme greifen, aber das kommt in dem Film halt nicht so richtig gut rüber. Ja, das heißt, ja, er hilft ihm, er ist schon irgendwie sein Assistent. Ja, er ist ihm sozusagen zugewiesen. Zugewiesen. Na? Zugewiesen finde ich gut. Na, und da ja, muss man ein bisschen gucken. Na. So, was machst du? Ich stelle was auf. Sehr gut. Jo, da sind die anderen aufgetaucht. Jonathan Peterson. Jonathan Peterson, sehr schön. Schönen Gruß nach Brasilien. Und von da geht's der Gruppe von Kurt Nonnmacher an den Kragen. Allerdings, weil die zwei aufgrund der Schwerkraftsituation eigentlich sich nicht da oben stehen. Genau. Habe ich harte Deckung und das bedeutet mit bewegt
Long Range und harte Deckung sind es Doppelsechsen für alles, was der Felix da aufzubieten vermag. Ja, da waren zwei. Oh, das ist der nächste Pin. Pin. Und wieder keiner tot. Der Pin soll uns erstmal reichen. Genau. Na, nächster Würfel. Was hast du rein? Die Würfelbalance gekippt. Wo kommt denn der blaue Würfel her? Das ist der Naval Strike. Ja, wahrscheinlich. Garstige Sache. Egal. Hattet ihr den nicht auch im Spiel? Ja, im großen Spiel. Mhm. Was kommt jetzt? Ah, dein Artilleriebeobachter. Beobachter. Mhm. Wo können wir dann beobachten und stehen ziemlich safe? Von hier? Nur ein Advanced dann, ne? Ja, das, ach ja, dann muss ich noch weiter zurück. Genau, kleines Stückchen zumindest. Ja. Ja, sehr schön. So machen wir das. Mhm. Du darfst mitspielen. Ich darf mitspielen. Oh, sehr schön. Ich werde mal hier auf Ambush gehen. Mhm. Dann bist du. Dann darf ich mitspielen. Mhm. Dann müssen jetzt meine Carrier kommen. Mhm. Ja. Und die Advancen 9 Zoll. Gut. Müssen sie. Wahrscheinlich so. Können wir das so lassen? Wir können das auch so lassen, ja. Und dann schießen wir auf die Boys. Mhm. Der Weg harte Deckung. Vier, vier und nochmal vier. Licht hatte Deckung. Mhm. Sechs, ne? Ja. Ist nur der dritte Pin. Jetzt steigen wir uns aus. Mhm. Aha, das ist aber auch ein Sot sozusagen mit dem Inrazin, ne? Das ist jetzt gerade. Aber das habe ich ja öfter. Hm. Komisch, aber du kannst das auch. Ja. Aber das ist gar nicht so schlecht. Was wegen den da oben? Nee, den kann ich danach Rallye machen. So. Wie machen wir das denn am dümmsten? Eigentlich müssen wir sie auch mit in den Wald stellen. Ja, überleg dir mal in Ruhe. So, wir haben festgestellt, dass die Gurkhas noch sitzen bleiben wollen. Genau, die haben sich das nochmal anders überlegt. Ja, genau. Ne, bevor wir aussteigen, machen wir erstmal anderen Kram. Ich glaube, es sind nur noch Würfel für mich. Ich glaube auch. Nee, es ist noch einer für mich. Wen hast du denn noch? Was ist es denn? Den hast du noch. Ich glaube, wir haben den Flammenwerfer nicht rausgenommen. Genau, das könnte sein. Wir haben den Flammenwerfer nicht rausgenommen. Dann sind es tatsächlich nur noch Würfel für dich. Sehr gut, was habe ich denn noch? Ich habe noch die Infanterie, ich habe noch die Pack und ich habe noch die andere Infanterie. Gut, dann wird die Infanterie, die hier steht, die wird einen Run durchführen, weil wir jetzt ja die Missionssonderregeln sozusagen gelesen haben. Macht die einen Run. Könnt auch Rallye machen, ne? Run mit Wiederholen. Oder Rallye. Ich mach den Run.
mit Wiederholung. Brauchst du nicht. Brauche ich nicht. Ein Pin weg. Und dann können die da von der Brücke ein Stückchen weglaufen. Die Pack wird es wahrscheinlich noch nicht hinkriegen, den Churchill zu sehen. Ja. Aber die könnte einen Run durchführen. Und die Infanterie aus dem Haus macht auch. Nee, die macht. Die Infanterie aus dem Haus macht eine Fire Order. Ja, ich schieß mal. Pinmarker drauf machen ist besser als nicht. Ne? Und zwar werde ich schießen. Auf was werde ich schießen? Ich mache einen Advance und gehe nach unten. Na komm schon. Und werde dann auf irgendwas schießen. So ist der Plan. Jo, nach unten gelaufen bin ich mit den Jungs und dann werden wir die Brand Carrier beschießen. Ein Pinmarker hasse. Kannst du diesen hier bekommen? Na, dann lege ich nur hier einen. Sehr schön. Gut, dann sind wir sozusagen durch. Den Ambush hier nehme ich weg. Na. Und dann starten wir gleich mit Runde 4. Jo, erste Würfel Runde 4. Oh, da ist noch einer. Ah. Erste Würfel Runde 4. Geht an die Deutschen. Der geht an die Deutschen. Tja, was mache ich denn dann jetzt? Dann muss ich mit der Pack auf so einen Brand Carrier schießen. Ja. Ja, muss ich machen. Das ist dann eine Fire Order. Und das ist dann die 3. Würde ich auch so sehen. Da war, yes. Und ich habe mindestens 7, ne? Heavy AT. Ich glaube, es ist eine 6. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das ist nix. Ich glaube auch. Ja, das ist der Pin für den Treffer. Mhm. Und dann ist es egal, wenn ich eine 10 hätte. Ja. So einfach ist das. Manchmal denkt man zu kompliziert. Ja. Oh, Snap to Action, sagt er. Ja. Sehr gut. Er sagt erstmal dem Churchill, du sollst einen Advance machen. Mhm. Dann sagt er den Jungs. Vorher feuert er. Mhm. Jo, wohin soll der Panzer fahren? Oder willst du erst schießen mit dem Offizier? Ich schieße erst mit dem Offizier. Gut. Immer noch Point Blank mit Softcover. Point Blank auf Softcover. Das ist ein Treffer. Ne, zwei. Zu drei. Mein fünfter Pin. Und zwei tot. Wow. Zwei tot. Dann muss ich testen. Das passt mit 5 Pinmarker. Sollte er hinstehen, ne? Ja. Nehmen wir das MG weg. 5. Pinmarker brauche ich gleich noch. Dann wird der Panzer fahren. Mhm. Er macht da in Ruhe die Bewegung. Ich hole mir den Pinmarker. Ja, nur mit dem Geschütz schießen. Genau, mit dem Geschütz. Auf die Halbkette. Auf die Halbkette, jawohl. Ab der 3. Treffer. Treffer. Ist auch nichts. Auch nichts, außer ein Pin für mich. Ja. Und dann hast du noch ja, die Infanteriegruppe. Die muss noch testen. Die Infanteriegruppe. Für dein Advance.
Wo läuft sie denn mal hin? Wenn es ein großer war, reicht es. Das ist ein großer. Gut. Ein First Lieutenant. Ja, dann verlierst du einen Pin. Den nehme ich dann schon mal zu meiner Halbkette. Und dann kannst du dich in Ruhe bewegen. Yo, Adam O'Brien gegen Jens Kiesewetter. Genau. Zwei auf die Fünfen. Zwei auf die Fünfen. Zwei auf die Fünfen. Und der Rest auf die Sechs. Jawohl. Noch zwei. Jetzt brauche ich nochmal fünf. Nicht nix. Eine. Nur mein sechster Pin. Aber den kann ich ja gleich noch bekommen. Du kannst erstmal nochmal einen Würfel ziehen vorher. Den kriegen wir gleich hin. Oh, dann soll ich was machen. Ich werde mit dem Truck werde ich rückwärts fahren. Na so, rückwärts, also bisschen die Straße runter. An der Pack vorbei. An der Pack vorbei. Und hier so ein Bogen und dann, dass ich da so irgendwie neben dem Haus stehe. Mal gucken, ob ich da so hinkomme. Und dann mal gucken, was ich dann beschießen möchte oder beschießen kann, wenn ich dann dort stehe, wo ich eben bin. Ne? Und der Truck ist ein Stück rückwärts gefahren und wird da auf die Infanterie im Wald schießen. Das ist bewegt und wegen dem Haus ist es harte Deckung. Und Long Range ist es auch. Ich brauche also Doppelsechsen. Nichts davon habe ich. Und dann kannst du den nächsten Würfel ziehen. Und noch mehr Deutsche. Ich werde mal hier für die Halbkette ein Advance versuchen. Das ist eine 7. Er hat seinen Test geschafft. Und dann machen wir gleich eine Drehung und fahren hier so ein bisschen rüber in die Richtung. Vielleicht können ja noch ein paar Leute gleich wieder einsteigen. Wir tun nur dicht auf ein paar. Ja, hey. Ja, hey. Wir bringen Leute zurück. Ne? Noch ist die Möglichkeit da. Ne? Ich mache jetzt mal die Bewegung und dann werde ich auf die Jungs schießen. Jo, da ist die Halbkette. Und dann wird auf die Jungs geschossen. Und da gibt es bewegt Softcover in Point Blank. Ist ab der 4. Ab der 4. Gut, dass du mir das sagst. Oh, guck mal. Fast eine schöne große Straße. Drei Treffer gemacht und einer tot. Und ich kann ihn nicht aussuchen. Willst du dann den vordersten Stürmenden fallen lassen? Ja, der war ja eh schon im Fall, ne? Ja, im freien Fall. Ja. Guti, nächster Würfel. Meiner. Deiner einer, jawohl. Tja. Was machen wir? Wir haben Spaß. Die sollen einen Advance machen. 4, 5, 6, 7, 10. 8, 9, 10. Passt genau. Mhm. Sehr gut. Dann bewegt die mal in aller Ruhe. Ja, da sind die Fallschirmjäger. Und wer soll denen an den Kragen gehen? Die haben ja noch nicht so viele Pinmarker. Zeig mal, was du kannst. Du brauchst jede Menge Doppelsechsen. Haben wir festgestellt. Genau. Auch wenn du im Point Blank bist mit dem MG. Das sind schon mal zwei. Ja. Und keine weitere. Hat nicht gereicht. Ja. Gut. Aber sie sind aus dem Wald raus. Ja, das hat gut geklappt. Und jetzt sind sie sogar in Reichweite von dem First Lieutenant. Genau, für die Zukunft. Ja, du darfst weitermachen. Dann mache ich den Sniper jetzt. Ja. Auf meinen Offizier. Tut mir leid, Ralph. Ja. Noch ist er nicht tot. Er ist immer noch nicht tot. Er ist immer noch nicht tot. Scheiße, aber auch. Hätte ich nicht die 4 und die 6 danach würfeln können? Ja, dann hätte es gereicht. Ja. Ach ja, Mann. Passt doch. Passt doch? Ja. Ich hatte wieder den ersten Würfel. So, dann hatte ich irgendwie noch den zweiten und dann hattest du einen ganzen Schwungwürfel. Passt so, doch wieder. Müssen die jetzt einen Advance versuchen? Jawohl.
Beide Pinmarker weg für die Brand Carrier. Stimmt, Vollketten. Na? Keine Halbketten. Neun ab nach vorne, Sechter. Und dann können wir zumindest mit dem oben drauf noch schießen. Mhm. Ist jetzt bloß die Frage, ob wir den LKW nehmen oder die Pack. Na, wenn du den LKW tötest, dann kriegst du ja auch wieder einen Punkt. Mhm. Ich glaube, das werde ich so machen auch. Gut. Dann hast du 4 für bewegt. Ja, lange Reichweite ist es nicht. Hervorragend. Da ist einer für die Schadenstabelle. Der Durchschlag. Und mit der 6 ist er kaputt. Jo, da kommt er auch Watte rauf. Würfel ist schon da. Dann braucht er nur weg. Den einfach hier hinlegen. Genau. Zieh jetzt mal den nächsten Würfel. Warte, machen wir gleich. Weiter geht. Wir müssen die Jungs jetzt aussteigen. Im Zweifelsfalle müssen sie das wohl. Ja. Ja, das werden sie jetzt versuchen müssen. Alles klar. Schafft. Die schaffen das. Genau. Ein Advance oder ein Run, oder was machst du? Ein Advance. Okay. Jo, da sind sie ausgestiegen. Die gefürchteten nepalesischen Kämpfer. Nach langem Hin und Her wird es jetzt was werden, was du beschießen willst? Ich werde das Haus beschießen. Okay. Na? Alles auf die Doppel-6. Alles auf die Doppel-6. Nein. Nee. Das ist auch bei allem anderen nichts geworden, praktisch. Schwierig, ne? Ja. Hey. Ich darf was machen. Ich versuche mal, mit meinen Veteranen in die Halbkette einzusteigen. Okay. Na? Was habe ich denn? Ich habe ja nur... Eigentlich müsste ich Rallye machen, aber... Also ich habe 6 Pinmarker, das ist die 4. Das ist gegen die 6 ein Test. Weil ich den Oberleutnant in der Nähe habe. Sollen wir das mal machen? Sollen wir das versuchen? Probier's. Wäre witzig. Wäre witzig. Einsteigen, Jungs. Wir haben unseren Job getan. Jetzt keine 6. Wenn du willst, ist alles gut. Ja! Dann verlieren wir einen Pinmarker. Und steigen ein. Wahnsinnig gut. Brauche ich nur den ersten Würfel, damit ich wegfahren kann, bevor dein Churchill das ganze Ding zur Explosion bringt. Hat er ja bisher auch noch nicht geschafft. Ja. Nächster Würfel. Mehr Deutsche. Können Sie den Chef auch noch einstellen lassen? Ja. Dann wird das eine ganz teure Einheit. Ja. Aber es ist cool. Komm, das haben wir so geredet. Das muss klappen. Ja. Wahnsinnig gut. Dann bin ich dran. Dann bist du dran. Was hast du noch? Du hast noch eine Infanteriegruppe. Du hast noch deinen Vickers, den Artilleriebeobachter und die Piat, ne? Die Jungs machen eine Advance nach vorne. Mhm. Und schießen auch aufs Haus. Und schießen auch aufs Haus. Jawohl. Dann hast du bewegt, harte Deckung und für manche Sachen wahrscheinlich Long Range. Na, aber das finden wir gleich alles in aller Ruhe. Jo, da sind sie. Das LMG ist bewegt, harte Deckung.
Und die anderen sind Long Range bewegt, harte Deckung. Einfache Sechsen, Doppelsechsen. Einfache Sechsen. Eine. Doppelsechsen. Ich hätte hier mit anfangen können, ne? Mhm. Nö. Und jetzt muss versuchen, einen zu töten. Auch auf die 6. Nö. Okay. Aber es ist ein Pin. Aber es ist ein Pin. Nächster Würfel. Mehr von dir. Ich hab doch gar nichts mehr. Doch, du hast noch drei Sachen. Eine Piat. Genau, eine Piat. Die einen Run macht. Mhm. Die hat ihren... Nee, gib mal den Würfelsack, dann kann ich... In die Ruine kannst du nicht rennen. Nee, ich habe auch nicht vor, in die Ruine zu rennen. Ja, ich wollte nur noch mal... Aha, direkt drauf zu. Da habe ich einen Würfel für mich. Dann werde ich... jetzt mit dem Truck schießen. Auf die Jungs. Ja. Da kriegst du... Soft Cover Long Range, ne? So hatten wir es im letzten Dings gesagt. Na, dann ist es ein Treffer und einer tot. Dann ernährt sich das Eichhörnchen. Genau. Den hier? Nimm mal den hinteren. Da? Ach nee, das ist der Ladeschütze, dann nehmen wir doch den. Gut. Und schon sind wir den los. Dann bist du. Dann. Machen die einen Run, der kein Run ist? Genau, also in Advance. Achso, die müssen erstmal testen. Genau, das. Die wollen. Ja. Und dann ist ein Artilleriebeobachter dran. Und dann gibt es noch drei Würfel für mich. Ja, der schickt seinen Schlag, ne? Genau, mitten auf die Brücke. Ich würde eher sagen. Jupp, passt? Jupp. Guti, dann muss ich testen für die Jungs im Haus. Jupp. Für einen Feuerbefehl. Für einen Feuerbefehl, ja. Wenn ich einen Advance mache, dann kann ich allerdings noch viel besserer schießen. Na? Das werde ich mal machen. Ich werde mal rausgehen. Klappt. Habe ich da meinen Advance. Und der Pinmarker kommt weg. Dann habe ich die Jungs. Die werden... einen Advance Richtung Truck machen. Und werden da hinschießen. Und dann bleiben mir nur noch die Jungs neben der Brücke. Und die machen nix. Und dann würfeln wir für die Detonation der Brücke am Ende der Runde. Na? Mach hier die Bewegung, da die Bewegung und dann knallt es noch ein bisschen. Ja, von Michael Glaser die Gruppe. Drei Gewehre und das Maschinengewehr schießt nach da auf die Gruppe von Adam O'Brien. Und dann habe ich bewegt, Long Range und Soft Cover. Brauche Sechsen. Da sind sie. Einer tot. Kann nicht aussuchen. Nicht den Radiomensch. Ja, den Radiomensch. Nee, nicht. Sonst könnt ihr ja nicht mehr kommunizieren. Genau. So, und dann muss ich da immer noch raus aus dem Haus und schieße auf irgendwas anderes. Aber auf was schieße ich? Da muss ich gleich nochmal einen Augenblick drüber nachdenken. Aber habe ich ja, während ich hier rausbewege aus dem Haus. Jo, die Gruppe von Fritz Wenning hat das Haus verlassen. Und dann haben wir zwei Panzerfäuste. Eine Panzerfaust gegen den Brain Carrier, da brauche ich eine 5. Habe ich. Dann haben wir eine Panzerfaust gegen den Brain Carrier, da brauche ich eine 3. Habe ich nicht. dann haben wir Fritz selbst auf die Infanteriegruppe, trifft ab der 2. Dann haben wir das MG und einen Gewehrschützen, die treffen ab der 3. Und dann haben wir noch vier Gewehrschützen, die treffen ab der 4. So, und dann warst du wieder dran. Jo. Dann sterben 2. Und ich kann nichts aussuchen. Da ist ein P.
Pinmarker. So, und dann haben wir 6 plus 5. Das reicht für 2. Ein Doppelter. Und dann bist du zweimal kaputt. Das war der hintere, ne? Oder war das der vordere? Das war der hintere. Der hintere. Genau. Das finde ich gut, weil der vordere hat nämlich die 2. Genau. Ja. Kriegen die jetzt trotzdem den Pinmarker für den Treffer als Squad? Das ist eine gute Frage. Weil du hast ja auch nur einen Würfel. Ja. Ne? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Dann gebe ich dir den Pinmarker für den Treffer. Gut. Ich denke, das ist halbwegs dann okay, weil du hast ja nur einen Würfel. Was soll? Oder sind dann beide zerstört? Das wäre ja auch Käse. Nee. Ich weiß, dass wenn du einen zerstörst, muss der ganze Trupp aus beiden aussteigen. Aber ich weiß nicht, wie das ist, wenn einer zerstört wird, wo sind der andere denn noch da? Wo sind die drinne, die Brand Carrier im D-Day-Buch? Die stehen ja überall drin. Gut, dann gucken wir gleich mal nach. Guti, da ist der kaputte Brand Carrier, der andere hat einen Pinmarker, weil der Squad, was auch immer, Section, ja den Treffer bekommen hat. Dann würfeln wir jetzt am Ende von Runde 4 einmal für die Brücke. 5. Boom. Stimmt, ist kaputt. Brücke kaputt. Das heißt, wir können da gleich ein bisschen was auch immer platzieren. Und ja, dann geht es praktisch nur noch... Du bist für umsonst eingestiegen. Ich bin für umsonst eingestiegen, genau so ist das. Ja, starten wir gleich Runde 5. Und dann müssen wir uns einmal zusammensetzen, der Felix und ich. Inwiefern das Ganze jetzt noch sozusagen sittlichen Nährwert... Also meinen Artilleriewürfel würde ich auf jeden Fall gerne noch würfeln. Ja genau, das solltest du auch tun. Würfel dafür doch gleich mal. Weil das ist ja auch praktisch zu Beginn. Ne? Machen sie gleichzeitig. Ja, das eine ist am Ende und das andere ist, bevor die andere Runde beginnt. Ne? Der kommt. 4 kommt. Wie groß wird das Ganze? Nur einen davon. Ach ja, genau. Und jetzt ist die Addition davon. 11 Zoll, bist du auf alle Fälle mit drin? Ja, aber... Die auch? Die auch. Mhm. Der... Und dahin bin ich raus. Da bist du raus. Genau. Das sind also 4-mal deutsche Sachen und einmal britische. 3-mal. 3-mal ich. Ja genau, 3-mal ich und einmal du. Ja. Genau. Dann würfel mal. Für wo du auch immer anfangen willst. Bei dem Trupp. Pins. Bei der Pack. Pins. Und bei dem anderen Trupp. Pins. Und jetzt kommen die Gurkas und die kriegen einen Treffer. Yep. Ja. Sehr gut. Ja. Dann reden wir jetzt erstmal. Genau, dann machen wir eine Pause. Also ich mache Pause-Knopf drücken. Und dann trinken wir einen Schluck. Und dann überlegen wir uns, ob das Ganze jetzt noch wirklich einen sittlichen Nährwert hat für den Felix. Oder ob das Spiel sozusagen mit einem fast guten Ende für die Deutschen endet. Mit einem Knall endet. Genau, super. Mit 2 Knalls. Ja. Knallen. Ja, Brücke ist kaputt. So viel wissen wir. Ich würde noch jede Menge Pinmarker bekommen für den Artillerieschlag. Das haben wir natürlich gerade eben in unserem Gespräch nicht bedacht. Für meinen Rückzug oder für meinen Weglaufen. Trotzdem könnte ich da nichts mehr machen. Genau, weil wir haben festgestellt, dass ich 2, 4, 6, 8, 10 Punkte bekomme für alles, was ich auf der sicheren Seite sozusagen des Flusses habe. Und Felix hat im Moment 2, kann aber hier natürlich noch 3 Punkte generieren. Wenn er die Halbkette so ohne weiteres zerstört bekommt. Also wenn du einen der ersten Würfel hast und dann eben mit dem Churchill drauf schießen kannst, das könnte schon relativ sicher das Ende von den Jungs bedeuten. Aber vielleicht ist es auch gar nicht ganz so sicher. Und kaputt machen kannst du auf der Seite im Endeffekt, da stehen noch 3 volle Trupps, eine Pack und ein Truck. Ja, aber das schaffe ich nicht. Genau, selbst wenn du den Truck kaputt kriegst, ja. Ne, dann habe ich immer noch 8 und du hast dann 6. Und du hast dann genau 6. Ne? Also...
Ja, mit der zerstörten Brücke ist es dann das, glaube ich, gewesen. Ja. Ja, ja, erstmal vielen Dank, Felix. Gerne. Na, ja, ich habe jede Menge Fehler gemacht. Ja, du hättest das Spiel früher gewinnen können. Ja, aber ich habe halt für mich nicht bedacht, dass es für den Verteidiger gar keinen Sinn macht zu kämpfen. Da haben wir ja gerade schon außerhalb des Videos drüber gesprochen, dass diese Mission eigentlich nur eine reine Verpissmission ist. Genau, na, weil der, also ist nicht so, dass es für den Verteidiger gar keinen Sinn macht. Also ohne die Pinmarker auf denen wäre die Gruppe natürlich schon tot. Na, das ist jetzt nicht die Frage. Aber so richtig Sinn macht das Kämpfen nicht. Nee. Ja, also ich hab sozusagen den Truck und die Infanterie habe ich unnötigen Risiken ausgesetzt. Und nach der zweiten Runde hättest du eigentlich schon den Sieg für dich gehabt. Genau. Ne, ja, das ist ein hartes Stück Brot, glaube ich, wenn man diese Mission zum ersten Mal spielt und nicht so richtig weiß, was man tun soll. Ich denke auch. Das könnte ganz schön haarig werden für den einen oder anderen. Ja, denn für den Deutschen ist es tatsächlich so, der muss ja Hackengas zur Brücke geben und echt darauf hoffen, dass er ja, genug Fahrzeuge hat. Ja, genau. Und den anderen dementsprechend auch arg genug am Zurückfluten hindert. Ja. Ja, das ist echt eine tricky Nummer. Aber so what? Passiert. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Also wir haben viele schöne Momente gehabt. Och, wir haben oft gelacht. Genau, war cool. Ne? Am besten ist immer noch, dass die Halbkette jetzt so aussieht, als wäre sie voll. Ja, obwohl 9, 8 Mann fehlen. Ja, aber richtig blutig war es auch wieder nicht, ne? Nee, das war so sind wir, da war wie am Anfang so ein bisschen Not gegen Elend mit dem Beschuss, ne? So, wenn du jetzt dafür mit den Jungs down gehst, sterben davon ja auch nicht so viele. Ach, trotzdem. Ja, ja, die eigenen Leute getroffen. Die können, ne? Die können halt nichts machen, ne? Die können nicht über die Brücke, das, was sie machen sollen, genau, können sie nicht tun. Ja, das ist echt alter Schwede, da muss man so ein bisschen... Ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wie ich das... Ich meine, ich war natürlich auch sehr mobil oder ich wäre sehr mobil gewesen. Ne? Aber ich hätte auch nicht gewusst, wie ich dir den Rückzug hätte abschneiden sollen. Ne, du hättest auch zwei Sachen drüben gehabt. Du hättest mit Brand Carrier und Churchill fahren können. Ne, Churchill wäre natürlich eine langsame Nummer. Ja, auf der Straße ist er immer auch schnell genug. Ja, genau. Das wird schon ein bisschen was bringen. Ne? So, und die Brand Carrier könnten natürlich auch ordentlich Gas geben. Aber... Im Endeffekt hätte ich nur Infanterie abfangen können. Aber die Brücke gibt halt für den Angreifer 5 Punkte. Das ist echt ein verlockendes Ziel. Ne? Da muss man echt ein bisschen gucken, wie man das sich so holt. Ja, auf alle Fälle, das war Szenario 1 aus dem Stalingrad-Buch. Last Bridge over the River Don. Und wir haben es halt in der Normandie gespielt. Irgendwo bei Tilly-sur-Mer. Ja, genau. Irgendwo ein bisschen... südlich der Landestrände, haben die Deutschen sozusagen eine Brücke zerstört und dabei einen Zugführer, eine Halbkette und ein bisschen anderes Equipment zurückgelassen. Die gehen jetzt schön in britische Kriegsgefangenschaft oder schlagen sich wieder zu den eigenen Linien durch. Und wir sehen sie in einem der nächsten Spielberichte. Ne? Wir werden sehen. Genau. Ne? Der Panzer 4 wird es auf jeden Fall nicht werden. Nein, der wird es nicht werden. Ne? Wir danken euch auf alle Fälle fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!